Bleib eine Frage. Wir sind noch nicht in dieser Zeit, aber was ist der Lohn jetzt für eine Sajda in dieser Welt? Wenn wir jetzt eine Niederwerfung machen, wer sagt mir das? Was ist der Lohn? Na. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich, wenn du eine Niederwerfung für ihn machst, um eine Rangstufe im Paradies erhöhen. Wirf dich endlich nieder! Willst du nicht das Paradies? Und zwar das beste Paradies? Wallahi, jedes Mal, wenn dein Kopf den Boden berührt und wir erniedrigen uns und demütigen uns, nur vor wem? Vor Allah. Vor niemand anderem. Nicht vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht vor Gabriel, Jibril alaihi salam, sondern nur vor Allah subhanahu wa ta'ala, denn er ist derjenige, der alles in der Hand hat, liebe Geschwister. Alles andere außer ihm sind Geschöpfe.